Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bautastic. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Das ist der zweite Teil mit der Geschichte des Hafentrailers. Und falls ihr den ersten noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Wie es im Vorspann schon verraten wird, wird heute auch gezeigt, wie das Boot auf den Trailer kommt. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß und bis dahin. Ja, es gab ein paar Idioten und die müssen denken, auch wenn ja, was abgedeckt ist und hinter dem Zaun steht, dass sie da rein müssen. Ja, könnt ihr mal unter die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet, wenn der Lockdown, die Ausgangssperre vorbei ist und alle drehen sie durch. Also nicht so schön. Ja? Also ich weiß nicht, ob sie zu viel im Keller waren. Ah, also die war aufgerissen und dann war rein. Aufgemacht wurden. Vor allem sehr professionell, denn das Gummi hier, das haben sie recht gut rausbekommen. Die waren wahrscheinlich auch drin. Und die waren auf jeden Fall drin. Denn diese Kissen hier. Die waren eigentlich ganz woanders. Also hier sind noch welche reingestiegen. Ja, also das haben sie aufgebrochen. Die waren richtig drin. Also die haben sogar da einfach rübergelegt. Also echt krass, die müssen hier reingeschlichen sein. Haben auch die Scheibe da oben drauf gemacht und wieder waren sie nur neugierig. Also Kunden. Also das sind echte Kunden. Ich wäre nicht Bautastic, wenn nicht jetzt ich eine kleine Idee hätte. Ich habe eine kleine Alarmanlage gebastelt und die zeige ich euch jetzt. So, ganz einfache Lösung. Ein 12 Volt Akku mit Batterie. Dann eine Wäscheklammer und zwei Tackernadeln. Die habe ich verbunden. Das eine Ende habe ich auf den Summer gebracht und das schwarze vom Summer auf das weiße von dem Tackernadel und das blaue Reißzwecke, nicht Tackernadel, von der Reißzwecke und das blaue geht hier drauf, was dann an die drauf kommt und das andere führt wieder zurück auf das rote oder so. Hier habe ich so einen Keil. Der kommt hier dazwischen. Das werde ich dann noch so befestigen, dass das, wenn sie das rausziehen, dass der Alarm losgeht. So, also das ist die Innenseite. Das habe ich von draußen vertaped. Hier, also das geht auch. Kann man mal ziehen. Ich glaube, da muss ich nochmal dran machen ein bisschen, aber das hält. Hier ist das, was hier dann auch rausrutschen kann. Hier ist der Summer und hier geht das Kabel zur Batterie. Ja, und jetzt mache ich da vorne das Fenster noch zu. Die habe ich wieder zugemacht. Und mal sehen, morgen kommt ja die Polizei mit der Spurenaufnahme. Und ach, das sind Kunden. Also entweder hat jemand gehaust. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, was hier. Ist. 3 Tage später. Ihr habt ja gesehen, wie hoch das Gras jetzt gewachsen ist in der Zeit, wo ich nicht da war. Jetzt muss erstmal der Rasen gemäht werden, damit ich den großen Trailer hinstellen kann. Und das machen meine zwei Mädels. Und mal schauen, wie die das machen.
3 Stunden später. Fängst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder aus. So, heute ist Überführung. Ja, jetzt haben wir ihn endlich geschafft hier. Die Überführung erstmal auf das Grundstück. Ja, bin ich erstmal erleichtert. Also der läuft richtig gut. Also die Reifen sind super. Das ganze Gestänge ist super. Blinker hat ja auch funktioniert. Und das Schöne ist, der ist wirklich, wirklich wendig durch die Achse. Und wenn wir das Boot dann hier reinschaffen, wird das hier stehen, hier so die Höhe, und wir kommen wirklich hier rum, kriegen den Radius genau schön gezogen und können hier wieder rausfahren mit dem Boot, also ohne Probleme, zumindest erstmal in der Praxis mit leerem Hänger. Okay, das war es eigentlich erstmal mit dem, ja, mit dem Projekt Trailer. Ich würde sagen, ja, jetzt müssen wir bloß noch das abbauen hier, die großen Stützen. Und dann kommt das Boot drauf am Freitag. Ich bin gespannt. Immer wieder interessant, so eine Schiffskranung. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben und schätzen, wie schwer das Boot ist. Auflösung ist ungefähr in 20-30 Sekunden. Also schreibt schnell und mal gucken, wer am besten liegt für euch. Vielen Dank auch an Carsten, der für mich das Video gemacht hat. Es wiegt 4,3 Tonnen. Dieser Tag war relativ stressig. Eigentlich sollte der Krantermin um 14 Uhr stattfinden, aber es ging schon um 11 los und da war ich leider noch ungefähr 150 Kilometer weit weg. Aber es hat alles auch sehr gut ohne mich geklappt. Und das Einzige, wo es noch ein bisschen stressig wurde, war die Balken abflexen. Wir hatten vergessen, die Spanngurte zu holen. Da mussten wir halt nochmal in die Halle zurückfahren. Aber wie ihr seht, das Boot hält auf dem Trailer mit Spanngurt. So, es ist endlich erstmal am Platz und ich bin echt froh, der Trailer passt auf das Boot. Unten die Klötze, ja, die müssten
mussten weg. Die Balken und die braucht man bloß kippen, einwandfrei. Also das klappt einwandfrei. Und den kann ich eigentlich rausnehmen. Da ist noch nichts drauf, aber hier sitzt er drauf. Und ja, das wird dann irgendwann mal gefixt. Da kommt der Fixateur ins Spiel. Und ja, jetzt bin ich erstmal wirklich happy, dass hier alles soweit erstmal am Platz ist. Jetzt kommen wir richtig gut ran. Jetzt kann man das hier unten abschneiden. Hier wird es angeschrägt, da wo das Klebeband ist. Kann man richtig gut sauber machen. Ja, jetzt kommt noch die kleine Erläuterung, wieso entweder 25 km/h oder 6 km/h Schild, warum ich mich für das 6 km/h Schild entschieden habe. Es gibt ein paar kleine Anforderungen für das 6 km/h Schild. Natürlich gibt es mehr Anforderungen für das 25 km/h Schild. Und da zeige ich euch mal, worauf es ankommt, ob man einen Trailer mit 6 km/h auf die Straße nehmen kann oder einen mit 25 km/h. Mir war wichtig, eigentlich, ich wohne ja direkt am Hafen, dass ich das Boot von kurzer Strecke hier absetzen kann. Und meine größten Strecken werden wahrscheinlich so um die 10 Kilometer sein. Bei 6 km/h Schild, okay, dann wird die Reise ungefähr 1 bis 1,5 Stunden dauern, je nachdem, wo ich das Boot hinstellen müsste, zum Sandstrahlen, zum Abstellen von Winterlager. Und ja, die 25 km/h war mir, die Hürde war mir zu hoch und der Preis war ungefähr mindestens das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache von dem Preis, wie so ein normaler Trailer man ihn kaufen kann. Und mir war wichtig, dass der relativ neue Reifen hat, dass ich nicht erst neue Reifen kaufen muss, die sind immer relativ teuer, dass der gelenkig ist, also wir kriegen den nicht sehr gut hier um die Kurve gezogen. Ja, dass das Boot drauf passt, ne? Das ist eigentlich das Wichtigste und das macht es ja, also sieht sehr gut aus hier auf dem Trailer. Wir haben es endlich geschafft, die Odyssee hat momentan erstmal ein Ende. Das waren jetzt wirklich über 1,5 Monate, dass ich mit meinem Schwiegervater den Trailer geholt habe, dass wir einen ordentlichen Krantermin gefunden haben. Das war ja auch letzte Elle irgendwie, kurz vorm Urlaub, dass ja, das Boot ja, mehr oder weniger jetzt das Lager erreicht hat, den Platz zum Restaurieren. Ich bin so happy jetzt gerade, weil das war heute so ein stressiger Tag. Also ja, ich muss hier noch ein bisschen was vorbereiten, damit, falls es regnet, wie gesagt, die Scheiben sind ja der Vandalismus betrieben, die Scheiben sind kaputt, dass es da nicht reinregnet. Ja, und dann, ich hoffe, ich bin schon ganz heiß, dass es hier langsam losgeht. Ja, also eher schnell losgeht, aber naja, mal sehen. Ich hoffe, es kommen auch ein paar mehr Videos. Und ich bin wirklich so happy gerade. Ich wollte mich recht herzlich nochmal bedanken bei meiner Frau. Die musste jetzt halt doch viel Zeit auf sich nehmen, damit ich hier dieses Boot so weit überführen konnte, wie es jetzt, wo es jetzt steht. Recht herzlichen Dank auch noch an meinen Schwiegervater. Das ist wirklich der beste Schwiegervater, den es gibt. Der setzt alle Hebel in Bewegung, um ja, wenn man einen Wunsch hat, dass es auch klappt. Vielen Dank nochmal. Und natürlich auch an meine Eltern, an meinen Vater, an meine Mama und an meine Schwiegermama, die natürlich auch auf unser Kind oft aufgepasst haben, damit wir jetzt erstmal das Boot erstmal hier im Garten haben. Ja. Vielen Dank nochmal.
Ja, danke nochmal auch an die ganze Hafencrew. Ich werde jetzt noch ein bisschen klar Schiff machen und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und eine stressfreie Zeit. Mal sehen, wie lange ich die habe. Alles klar. Mach's gut.